Heute gibt es mal Pizza aus der Heißluftdose, aber anders als ihr denkt. Im Prinzip wird das die faule und schnelle Version, deswegen habe ich auch einen fertigen Pizzateig genommen. Ihr könnt logischerweise natürlich auch einen komplett selber machen. Den rolle ich jetzt mal eben einmal aus und genau, in diesem Fall wird es unverkennbar, es wird eine Salami-Pizza. Ihr könnt natürlich auch drauf machen, das was ihr wollt. Und wir brauchen für diese Version auch keine Tomatensauce. Die kommt nämlich, gibt nämlich im Supermarkt auch die Dinger ohne Tomatensauce zu kaufen, weil wir das Ganze heute ein wenig, ja, komplett, ich sag dir, anders machen. Ich habe jetzt hier 3 oder 4 Esslöffel Butter. Die knalle ich mal eben kurz für ein paar Sekunden in die Mikrowelle, damit das Ganze streichfähig wird. Die würze ich jetzt mal eben, diese Tomatensauce, sage ich schon gerade. Diese Butter mit Salz und Pfeffer. Und jetzt mache ich mir da einfach so, ich sage jetzt mal, do-it-yourself italienische Kräuter mache ich mir da rein. Könnt ihr auch selber machen, wie ihr wollt. Ich habe und zwar Basilikum. Würde mal sagen, so einen halben bis einen Teelöffel jeweils. Dann logischerweise für Pizza, wie sie es gehört, Oregano. Majoran. Und zu guter Letzt noch Rosmarin und on top noch, damit das Ganze noch richtig schön aus dem Rachen riecht, später noch Knoblauchbooster und zwar nicht zu wenig, na doch, 2, 3, 4, 10 würde ich jetzt mal sagen und dann können wir das Ganze auch schon einmal durchrühren. Das ist praktisch jetzt unsere Tomatensoßenersatz. Das habe ich noch über, brauche ich gleich für außen. So, an die Seite. Und einmal im Amerikanischen nennt man das Ganze zum Beispiel Pepperoni Rolls. Wobei man das als Deutscher immer sehr schnell missverstehen kann. Pepperoni ist im Deutschen einfach nur Salami. Und jetzt, ja gesagt, nach Wunsch belegen. Ihr könnt natürlich auch Thunfisch nehmen. Ihr könnt auch Artischocken nehmen. Ihr könnt whatever, was auch immer ihr, worauf immer ihr Bock habt, auch die Dichte. Ihr könnt da jetzt 20, 30 Scheiben drauf ballern oder ihr knallt da halt eben 250 Scheiben drauf. Es soll euch überblieben sein, was ihr da drauf macht oder wie viel. Aber ihr wisst ja, bekanntlich, viel hilft viel. Gouda, mittelalt, runterschälen und ein bisschen klein häckseln. Beim Käse gilt auch wieder, viel hilft viel oder wenig hilft viel, je nachdem, wie ihr Bock habt. Aber Käse geht ja bekanntlich immer und viel Käse geht bekanntlich auch immer. Oder das Ganze im amerikanischen Pizza Roll heißt. Könnt ihr euch vorstellen, was jetzt kommt? Wir rollen das Ganze, denn das Ganze soll ja auch schick in die Heißluftfritteuse passen. Dann können wir von außen noch ein Ei. Beziehungsweise das muss ich anders machen, denn ich will nur das Eigelb haben. El Quirli und einmal El Pinseli. Denn das Ganze soll ja schön braun werden. Dann schneide ich mir das Backpapier noch zurecht, weil so groß braucht es ja nicht sein. Und dann kann schon die Heißluftfritteuse daher. Die passt nämlich auch hier rein. Also wenn es nicht reinpassen sollte, ich muss mal gucken, ja, das könnte eng werden. Sonst teile ich das Ganze. Sprich, das gilt auch dann für kleine heiße Fritteusen. Ist das schön, ist das nicht schön? Diagonal, maybe. Na, ne, muss ich doch teilen. Geht doch. Tja. Dann rein damit.
große Zone, 190 Grad, 20 bis 25 Minuten. Aber da ich immer zwischendurch mal ein bisschen nachgucken will, fangen wir mal mit 17 Minuten an. Und ich will gleich, bevor das komplett fertig ist, will ich ja den Rest noch drauf machen. Deswegen, wie gesagt, erstmal, ja, aber circa 20, 25 Minuten. Wie gut, dass ich zwischendurch schon weiter noch nachgeguckt habe, weil es schon sehr bräunlich da wird. Aber seht ihr halt, durch das Eigelb wird es natürlich schön braun. Jetzt mache ich eben nochmal die letzte Ölung hier nochmal von oben drauf, bevor es für die letzten paar Minuten dann nochmal in die heiße Fritteuse geht. Aber er sieht auf jeden Fall schon mal richtig schnieke aus. Voila! Da ist das gute Stück. Also riechen tut es ja schon mal mega. Puh. Und heiß ist es auch noch. Logischerweise. Aber kann sich schon sehen lassen. Und selbst ohne Tomatensauce, Wahnsinn. Unfassbar lecker. Ja, ihr kennt das. Macht's mal nach, berichtet mal. Ultra einfach, easy peasy und lecker. Es ist obendrein sowieso. Wie gesagt, ich habe noch nie gedacht, dass eine Pizzarolle ohne Tomatensauce oder generell Pizza ohne Tomatensauce so lecker sein kann. Ja. Und tschüss.